Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgefuckt hier auf die Filmfabrik. Am 2. März startet Logan in den deutschen Kinos. Letzte Woche haben wir bereits eine Faktenfolge über Wolverine und alle X-Men-Filme gemacht. Und heute gibt es eine Folge Abgefuckt nur über den Film Logan. Der Titel Logan bezieht sich auf ein ganz besonderes Graphic Novel von Mark Miller, nämlich auf Old Man Logan. Und wenn ihr das mal lesen wollt, dann schaut mal unter das Video, da ist ein Amazon Reflink für euch. Und vor kurzem wurde nämlich die Storyline von Old Man Logan wieder aufgegriffen und fortgeführt. Der simple Titel Logan wurde aber auch gewählt, um damit einen Kontrast zu erzeugen zum ersten richtigen Wolverine-Solo-Film, der X-Men Origins Wolverine hieß. Das zeigt schon, dass es in Logan sehr viel persönlicher wird. Wobei man halt auch bedenken muss, dass Logan auch nur ein gewählter Name von Wolverine ist und die Figur in echt James Howlett heißt. Der Film wird aber auch auf den X-Men Comics Mutant Massacre und X-23 basieren und die Links dazu findet ihr ebenfalls unterm Video in der Infobox. In Old Man Logan geht es um einen alten Wolverine, der im verwüsteten Kalifornien sein Dasein als Farmer fristet. Um seine Familie ernähren zu können und etwas Geld zu verdienen, geht er auf einen gefährlichen Deal seines alten Freundes Hawkeye ein. Old Man Logan ist heftig, dreckig und brutal und hoffentlich wird der Film das auch sein. Es wird auch das letzte Mal sein, dass Hugh Jackman Wolverine spielt. Seine Hautkrebserkrankung sei der Grund für das Kürzertreten und auch sein hohes Alter von mittlerweile 48 Jahren. Auch Sir Patrick Stewart wird in Logan nochmal als alter Professor X alias Charles Xavier zu sehen sein, doch das wird das allerletzte Mal sein, dass der alte Captain Picard-Darsteller nochmal in seine Kultrolle schlüpft. Logan hat in den USA ein R-Rating erhalten, das heißt, dass man ihn erst sehen darf, wenn man schon 17 ist, beziehungsweise dass man ihn dann nur in Begleitung eines Erwachsenen sehen darf, wenn man unter 17 ist. Das zeigt, dass der Film eine gewisse Brutalität hat. Man glaubt, dass der Erfolg von Deadpool Grund für diese filmische Entscheidung ist. In einem Interview sagte der Produzent Simon Kinberg aber, dass das R-Rating schon immer geplant war. Doch kurze Zeit darauf wurde auch das Gerücht laut, dass Hugh Jackman mit Gewalt darauf gedrängt habe, dass der Film dem Comic entspricht und ein R-Rating bekommt, dafür habe er sogar auf einen Teil seines Gehalts verzichtet. Im offiziellen Trailer sieht man eine Einstellung, in der Logan auf einem Friedhof mit einer Flasche in der Hand steht. Auf einem der Grabsteine steht der Nachname Peters. Das ist eine Anspielung auf den Schauspieler Evan Peters, der in den X-Men-Filmen Quicksilver gespielt hat. Dieser Trailer war auch so beliebt, weil ein legendäres Lied darin vorkommt, nämlich Hurt von Johnny Cash, der das Lied selbst von Trent Reznor bzw. Nine Inch Nails gecovert hat, aber Trent Reznor hat es selber mal korrekterweise gesagt, das Lied gehört nicht mehr mir, sondern Johnny Cash. James Mangold, der Regisseur von Logan, hat 2005 auch in Walk the Line Regie geführt, dem Johnny Cash Biopic. Mangold wählte dieses Lied auch, weil er Logan von allen anderen Superheldenfilmen abgrenzen wollte. Logan soll sich menschlicher anfühlen als andere Superheldenfilme. Es gehe vor allem um einen alten und verletzlichen Logan in einer Welt, in der die Mutanten langsam aussterben. Und da ist Hurt perfekt, denn auch in diesem Lied geht es ja um Depression und Verlust und ums Älterwerden. Aber wer weiß, vielleicht war es auch einfach nur Zufall oder die Trailerfirma hat eben bedacht, dass Mangold in Walk the Line Regie geführt hat. Auf jeden Fall war Hurt einfach eine sehr, sehr gute Wahl. Im zweiten Trailer kommt hingegen ein ganz anderes Lied vor, nämlich Way Down We Go von Kaleo, einer isländischen Rockband, die auch Blues und Folk in ihre Musik einfließen lassen. Logan ist mittlerweile alt, die Welt ist verändert und das liegt daran, dass Logan wahrscheinlich über 3 Jahrzehnte nach X-Men Apocalypse spielen wird. Richard E. Grant spielt in Logan auch mit. Er spielt eine Figur namens Dr. Xander Rice, die ein Wissenschaftler im Weapon X-Projekt war. Grant spielte auch in der 6. Staffel von Game of Thrones mit. Da spielte er nämlich einen Darsteller im Theater, der hieß Isimbaro. Grant ist somit der bereits 4. Schauspieler in der X-Men-Reihe, der bereits aus Game of Thrones bekannt ist. Ed Skrein spielte zum Beispiel bereits in Deadpool den Bösewicht Francis. Und Ed Skrein spielte in der 3. Staffel von Game of Thrones Dario Naharis, bevor er von Michael Husman ersetzt wurde. Sophie Turner hingegen spielte in X-Men Apocalypse Jean Grey und die kennt man natürlich auch als Sansa Stark aus Game of Thrones und Peter Dinklage spielte Dr. Bolivar Trask in X-Men Zukunft ist Vergangenheit und das ist natürlich der geliebte Tyrion Lannister in George R. R. Martins Fantasy-Mittelalter-Epos. Logan wird der 3. Film in der Wolverine-Trilogie nach X-Men Origins Wolverine und Wolverine Weg des Kriegers. Er wird aber nicht wirklich ein Sequel sein, sondern spielt in der alternativen Timeline, die von X-Men Zukunft ist Vergangenheit geschaffen wurde und von X-Men Apocalypse fortgeführt wurde.
Und eine Apocalypse gibt es auch auf unseren Socken zu sehen. Seht ihr, wie das Feuer hinter unseren Gesichtern brennt? Unterstützt doch einfach die Filmfabrik und kauft sie unter dem Link bit.ly/makesocksgreatagain. Und checkt auch mal das Video aus. Das war eine Faktenfolge über alle anderen Filme aus der X-Men-Reihe. Und vergesst auch nicht, uns auf unseren Social-Media-Accounts zu abonnieren. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen, hier auf die Filmfabrik mit mir, dem Alper.